Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Jürgen von kitea.de und wenn du schon immer einmal wissen wolltest, wie du die scharfe Regler in Lightroom korrekt anwenden kannst, dann bist du hier in diesem Video genau richtig. Ich habe mir hier für das Schärfen in Lightroom ein Foto vom Bodensee ausgesucht, an der Uferpromenade in Friedrichshafen. Als Hauptmotiv dienen die zwei Gläser, die hier mit Leckereien gefüllt sind, die Blumen hier im Hintergrund und so ein bisschen der See in der Unschärfe. Okay, wir müssen das alles ein bisschen anpassen, da hat der Weißabgleich überhaupt nicht gestimmt und ein bisschen begradigen müssen wir das Ganze noch. Muss ein klein wenig Grund entwickeln, damit wir überhaupt was erkennen können. Ich gehe jetzt hier im Weißabgleich einfach von wie Aufnahme auf Schatten. Das gefällt mir am besten. Das sieht schon ganz gut aus so. Dann werde ich die Lichter ein bisschen runterziehen, die Tiefe ein bisschen nach oben ungefähr so, damit wir hier auch was erkennen. Dann werde ich den Weißpunkt automatisch setzen lassen und den Schwarzpunkt. Den Kontrast werde ich automatisch setzen lassen und das war eigentlich jetzt schon die Grundentwicklung. Vielleicht noch ein bisschen mehr Magenta rein, ganz leicht, so um die 20. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann gehe ich hier auf das Freistellungsüberlagerungswerkzeug und werde mir hier den Winkel schnappen und hier einmal so ganz grob an der Horizontlinie entlang fahren ungefähr. So ist es ein bisschen gerade das Ganze. Ich werde das Ganze mit fertig bestätigen. Dann werde ich hier mal in das Transformieren reinwechseln und das Ganze hier mit dem Drehenwerkzeug versuchen noch einigermaßen gerader auszurichten. Ich denke, so ist es ganz okay. So lasse ich das Ganze, so gefällt mir das, passt schon. Die Objektivkorrekturen werde ich mal kurz checken, weil ich habe chromatische Aberrationen, die möchte ich raushaben. Und die werde ich mir auch manuell noch ein bisschen verstärkt rausnehmen. Ungefähr so. Okay, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Die Schärferegler in Lightroom befinden sich hier unten unter den Menüpunkte Details. Wenn ich den aufklappe, habe ich jetzt hier oben mal eine Ansicht. Dann habe ich jetzt hier das Schärfen, das besteht aus vier Regeln. Dann habe ich hier unten eine Rauschreduzierung. Und die Rauschreduzierung unterteilt sich einmal in Luminanz und einmal in Farbrauschen. Aber um die Rauschreduzierung soll es heute überhaupt nicht gehen. Die spielen zwar so ein bisschen zusammen, Schärfen mit Rauschreduzieren, aber das möchte ich in einem separaten Video behandeln. Dann haben wir hier oben noch einen tollen Kippschalter, der blendet dir einfach die Vorschau ein und aus. Es gibt hier oben noch ein kleines Rechteck, das ist der Detailzoom-Bereich. Wenn ich den anklicke und hier einmal auf das Foto gehe, dann ändert sich hier der Ausschnitt. Ich kann mir den Ausschnitt aber auch hier in der Miniaturansicht verschieben, wenn ich die Maustaste gedrückt halte und das Bild hin und her ziehe. Oder auch ganz andere Bereiche einzoomen, zum Beispiel jetzt hier den Bereich, wenn mir der besser gefallen würde. Ich bleibe aber hier auf den Punkt hier, der ist ganz gut. Übrigens, wenn du dir jetzt hier mit dem Detailzoom-Bereich einen Bereich aussuchst, zum Beispiel den Trinkhalm hier, und du zoomst jetzt hier mal auf eine andere Stelle, zum Beispiel hier hin, und du möchtest einfach wieder auf den Trinkhalm zurück, weil das deine Referenzansicht ist, dann klickst du hier einfach wieder drauf und dann kommst du da spielend wieder hin. Gut, machen wir hier mit unseren vier Regeln weiter. Wir haben hier einmal den Betrag, den Radius, die Details und das Maskieren. Du solltest übrigens die Schärfe immer nur dann beurteilen, wenn du das Foto zu 100% vergrößert hast. Weil jetzt kann ich das wirklich 1:1 beurteilen, weil jetzt entspricht ein Pixel auf dem Monitor das Pixel im Bild. Und von daher ist es viel, viel einfacher und viel, viel genauer, wenn du die Schärfe bei 100% anziehst. Als erstes haben wir hier unter Schärfen den Betragregler. Der Betragregler gibt an, wie stark die Kanten von der Schärfe an- oder abgezogen werden. Ich gehe hier mal auf 0 zurück und du hast jetzt hier vielleicht schon gesehen, hier in der Kante, wie das sich verändert. Ich werde es nochmal rückgängig machen und nochmals zurück. Ganz leicht, ich weiß nicht, ob man das im Video sieht. Zurück, vor, zurück, so ganz leicht sieht man da ein bisschen was. Aber interessanter wird es, wenn ich den Betragregler nach oben ziehe. Ich übertreibe das mal bei 150%, dann hat man hier genau schon was erkannt. Ich mache das mal aus, wieder an, aus, an, aus, an. Und da siehst du hier schon, wie sich das Schärfen verstärkt. Klar, es ist vollkommen übertrieben, aber ich möchte ja auch, dass du das letztendlich im Video erkennen kannst. Und ich weiß nicht, wie die Kompression von YouTube da so drauf ist und mir die feinen Details gar nicht anzeigt im Video. Ich gehe jetzt hier nochmal auf den Standardwert zurück. Und wenn ich jetzt die Alt-Taste drücke, übrigens, alle vier Regler haben mit der Alt-Taste eine weitere Funktion. Wenn ich jetzt hier die Alt-Taste gedrückt halte und dann den Schärferegler nach oben ziehe, wird das Ganze zu einem Schwarz-Weiß-Foto. Und ich kann damit die Schärfe der Kanten viel, viel genauer
und präziser einschätzen. Der Radius ist ungefähr so. Da haben wir jetzt den Wert 1.0, der geht von 0,5 bis 3,0. So, jetzt ist also der Standardwert sagt folgendermaßen aus. Ein Pixel der Kante wird von dem Betragregler beeinflusst. Das heißt also, den Schärfegrad, den ich hier oben bei Betrag einstelle, wird auf einem Radius von einem Pixel angewendet oder ist eben hier nur auf einem halben Pixel oder dann eben auf maximal 3 Pixel. Je mehr Pixel du im Radius einstellst, umso eher läufst du Gefahr, Halo-Bildungen an den Kanten zu erhalten. Und du erkennst es hier auch schon ganz leicht. Hier habe ich erst eine schwarze, dunkle Linie, dann wird es wieder hell, dann wird es wieder dunkel. Und das sind so die Halos, die am Ende in deinem Foto nicht schön aussehen. Hier erkennt man sie auch ganz gut, so helle Säume um den jeweiligen Kanten entlang. Und das ist einfach nicht so toll. Das sieht dann hinterher in einem Bild nicht mehr schön aus. Aber um das Ganze zu veranschaulichen, möchte ich es hier auch mal bei 3 Pixel lassen. Ich stelle es nochmal ganz kurz zurück und drücke jetzt mal die Alt-Taste. Und dann, wenn ich jetzt hier auf 0,5 gehe, dann siehst du, ja, wie sich das Ganze verstärkt oder abschwächt. Und ich glaube, so der goldene Mittelwert ist ungefähr hier, so bei 1,7, 1,8. Ich glaube, damit kann man noch ganz gut leben. Wobei ich jetzt hier oben im Blattwerk der Pflanze auch schon Halo-Bildungen vorfinden kann. Da muss man tatsächlich noch weiter runtergehen. Und so auf die 0,8 ist eventuell ein ganz guter Wert. Das ist von Bild zu Bild unterschiedlich. Ich kann da keine Pauschalwerte dir nennen. Hängt auch ganz viel mit der Auflösung zusammen. Bei einem 12-Megapixel-Bild wirst du wahrscheinlich schneller Halo-Bildungen vorfinden, wie bei einem 42-Megapixel-Foto. Mit dem Detailregler versucht Lightroom so ein bisschen das Ganze wieder zu retten. Wenn ich das hier nach oben ziehe, siehst du, wie sich wieder, wie die Kanten sich wieder ein bisschen verbessern. Nehme ich es nach unten, wird es wieder etwas schwächer. Und da ist auch so ein Mittelwert bei 40, den finde ich ganz gut. Vielleicht aber auch 50, wenn wir die goldene Mitte nehmen. Und dann haben wir hier unten noch den Maskierenregler. Da ist die Alt-Taste insbesondere ganz wichtig. Da kann man aber komplett rauszoomen, damit du das ganze Bild beurteilen kannst. Drückst du die Alt-Taste und ziehst das Ganze hier hoch. Und da entsteht eine Maske und das Konzept einer Maske ist einfach folgendermaßen. Alles, was schwarz ist, wird von dem Schärferegler nicht beeinflusst und alles, was weiß ist, wird geschärft. Und damit kann ich die ganzen homogenen Flächen wie der Himmel oder hier die Bank, das Holz, das Wasser vollkommen von der Schärfe unberührt lassen, weil das möchte ich ja gar nicht geschärft haben, weil dadurch entsteht einfach nur Rauschen und ich möchte meinen Himmel nicht verrauscht haben. Den brauche ich auch nicht schärfen, weil da passiert ja sowieso nichts. Mal verschwindet ja sowieso alles hier im Hintergrund in der Bild und Schärfe. Okay, ich werde das Foto jetzt hier mal final schärfen. 146 ist natürlich deutlich zu viel. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf, ja, ungefähr 75. Den Radius hätte ich hier auf 1,5 stellen, 1,8. Die Details lasse ich bei 50. Und das ist auch schon gar nicht so schlecht. Ich werde hier mal einen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Dazu zoome ich hier nochmal ein bisschen rein. Ohne Schärfen. Mit Schärfen. Ohne Schärfen. Achte mal hier auf diese Kante. Mit Schärfen, ohne Schärfen, mit Schärfen. Eine feine filigrane Schärfe ins Bild bekommen. Du kannst das Ganze hier noch unterstützen mit dem Strukturregler. Mein Lieblingswert ist so bei 40 Punkten. Jetzt würde hier am Ende noch da diese Blume ein bisschen auffallen, weil mir ist einfach zu viel Schwarz drin. Dazu gehe ich hier auf den Radialfilter, ziehe mir den ein bisschen hier so auf, so hin ungefähr. Werde alles zurücksetzen und dann werde ich hier einfach die Belichtung so ein bisschen nach oben ziehen. So ungefähr. Ich glaube, das ist ganz cool so. Ich mache mal einen Vorher-Nachher-Vergleich vom kompletten Foto. So sah das Bild original aus. Das ist hier deutlich zu dunkel und das habe ich jetzt hier mit dem Schärfen und der kleinen Grundentwicklung erreichen können. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass mir noch einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich irgendwo der Abonnieren-Button. Abonniere jetzt meinen Kanal und klicke auch gleichzeitig die kleine Glocke daneben, damit du nie wieder ein Video von mir verpassen wirst. Folge mir auf Facebook, folge mir auf Instagram, alle URLs dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Teile dieses Video mit all deinen Freunden und empfehle mich weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich für deine Zeit. Mach's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.